So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, beim letzten Mal haben wir uns diesen weißen Hai von Papo angeschaut. Ein Modell aus 2008. In diesem Video hier schauen wir uns den weißen Hai von Schleich an. Auch der noch OVP in Folie. Kommt hier auch noch mit einem kleinen Blister, damit es hier die Flossen nicht verbiegt. Ist ja der Hammer. Dieser weiße Hai hat die Nummer 14700. Ja, Schleich schreibt hier keine Produktnummer auf die Tüte oder auf den Anhänger. Darum musste ich da mal kurz nachschauen. Aber wir haben hier eine perforierte Tüte. Nobel, Nobel. Reiße ich hier mal ganz schnell auf. Und so sieht der Gute aus. Ist ein bisschen kleiner als der weiße Hai von Papo. Aber der Blister hier gefällt mir sehr gut. Kommt mir hier auch schon entgegen. Und das Schleichfähnchen werde ich hier auch mal schnell entfernen. Und jetzt passt mal auf, wenn ich das abziehe, seht ihr hier den Kleber von diesem Fähnchen. Ja? Und das ist das, warum ich sage, mach diese Fähnchen weg. Denn der Kleber, ja, der klebt hier schon auf dem Material. Ja? Man sieht es, wenn ich sie abziehe. Und das sind unschöne Kleberückstände, teilweise ganz, ganz, ganz übel. Ja, man kann es versuchen wegzureiben, kein Thema. Aber es gibt Figuren, wo ihr teilweise dann die Farbe mit runterzieht. Und darum, ich hasse diese beschissenen, sorry, ich kann es nicht schöner reden, Kleber. Ich hasse es wie die Pest. Wie kann man seinen Figuren nur so etwas antun? Und ich kann die Sammler nicht verstehen, die Fähnchen bis zum Schluss dran lassen. Ja, und meinen, sie können es dann teurer verkaufen, weil dieses scheiß Fähnchen dran ist. Dabei, ihr kauft euch eine beschädigte Figur. Ja, ich weiß nicht, wie gut die Farbe von Schleich hält. Ja, man kann es ein bisschen probieren, das irgendwie wegzukriegen. Es gibt einige Mittelchen, aber wenn ich euch das sage und ihr macht es und ihr habt dann eine negative Erfahrung, dann kommt es auf mich zurück. Ne? Der Rupi hat es gesagt, darum halte ich mich hier komplett zurück. Ich werde das entfernen, überhaupt kein Thema. Aber wie schon gesagt, es gibt andere Hersteller, wo ich extremst schlechte Erfahrungen gemacht habe mit diesen Scheißfähnchen. Wie ich sie hasse. Ja? So, und dieses Modell hier ist von, sehe ich das richtig, von 2012. Also 10 Jahre und ihr habt den ganzen Schnotter hier am Hai dran. Ich könnte jetzt hier eine Hasstirade abfeuern, aber ich halte mich echt zurück. Ne? Ich halte mich zurück. Die Sammler mit diesen Scheißfähnchen, ja? Wenn sie dann so in der Vitrine stehen, ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen. Aber okay, ja, müsst ihr euch immer merken. Ein Sammler, der Figuren mit Fähnchen in der Vitrine stehen hat und ganz stolz drauf ist, der hat halt ganz einfach den Schuss nicht gehört, ja. Und ganz ehrlich, ich sammle Figuren, weil ich die Figuren liebe und nicht, weil sie irgendwann mal was wert werden. Was hat denn das mit Sammeln zu tun, ja? Da horte ich doch irgendwelche Werte. Aber ich bin doch kein Figurenliebhaber. Ja, versucht es mal so zu sehen und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Aber Dinge irgendwo dran zu lassen als, ja, Statussymbol, look at me, das ist Herrgotts erbärmlich. Und wenn du, der dieses Video siehst, dich angesprochen fühlst, ja, dann mach dir mal Gedanken, warum. Sammelst du es der Figur zuliebe oder sammelst du es dem hier zuliebe? Was für ein Kindergarten. Ehrlich. Aber ja, wir haben ja Kinderspielzeuge, ne? Von dem her passt es ja schon wieder. Ihr versteht die Ironie. Ja, die Fähnchen. Da werde ich jetzt ganz böse Kritik kassieren, was mir vollkommen egal ist. Denn das Fähnchen ist das A und das O. Nein, nein, die Figur ist das A und das O. Das Fähnchen ist Verpackung. Ja, wenn ihr das Ding mit Fähnchen in die Vitrine stellt. Jesus, Maria und Josef, wie lost kann man sein? Das Fähnchen macht die ganze Skulptur kaputt. Kauft ihr ein Auto und lasst das Preisschild dran? Fahrt ihr mit dem Preisschild vom Auto oder mit dem Aufkleber for sale durch die Gegend? Nein, tut ihr nicht. Also, warum stellt ihr dann die Figuren mit Fähnchen in die Vitrine? Ich werde es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen. Wie lächerlich ist das denn, um Gottes Himmels Willen? Liebt ihr das Fähnchen oder liebt ihr die Figur? Ich sage,
ihr liebtes Fähnchen. Die Figur ist für euch nur Beiwerk. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich kann schon gut verstehen, wenn man sein Siegel, sein Fähnchen, eine Figur machen möchte. Ja, einfach als Qualitätsmerkmal. So, das hier ist jetzt mein Produkt, das ist von mir. Aber dann nehme ich doch keinen Klebestreifen seit zig Jahren, Mann. Dann nehme ich doch irgendwas, wie mittlerweile viele andere Hersteller auch, was man einfach so rummacht mit einem Gummi oder mit einem Glitzerbändchen oder was weiß ich. Aber doch kein Klebeetikett auf eine Figur. Ich krieg mich nicht mehr ein. Wirklich, ich krieg mich nicht mehr ein. Das wäre genauso, als wenn ich, keine Ahnung, ich nehme die Mona Lisa und mache ein Preisschild mittendrauf. Das ist genau das Gleiche. Okay, also hier der weiße Hai von Schleich. Obwohl kleiner, teurer als der weiße Hai von Papo. Aber was man hier mal sagen muss, die Verarbeitung ist schon klasse. Ich sehe hier keine einzige Gussnase, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und das ist schon cool. Mir gefällt auch sehr gut die Form. Ja, also wunderbar gebogen. Sehr, sehr schlanke Darstellung. Man hat hier auch keinen Weißverlauf gemacht, sondern man hat hier ein Muster draufgemalt, draufgedruckt, wie auch immer sie das gemacht haben. Auf jeden Fall hat auch das seinen Reiz. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Auch kein bewegliches Maul, aber es ist ganz leicht geöffnet, dass man hier das Rosa und die Zähne ein bisschen sehen kann. Ganz schwach. Ja, aber auch, wie schon gesagt, dieses aufgemalte Weiß hat seinen Reiz. Das muss man hier mal auf jeden Fall sagen. Okay, zur äußeren Erscheinungsform habe ich euch ja schon zum weißen Hai von Papo was erzählt. Auch ein bisschen Wissen to go. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch gerne das Video zum weißen Hai von Papo an. Das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Aber lasst uns den Guten hier mal aus der Nähe anschauen. Aber bevor wir das tun, stelle ich ihn hier mal auf den Tisch. Was mir sehr gut gefällt, er stützt sich auf den vorderen Flossen auf. Das heißt, er ist ein bisschen erhabener als der Hai von Papo. Ich werde die beiden selbstverständlich auch noch in diesem Video vergleichen. Das gefällt mir auch eine Spur besser, dass er etwas erhaben vor uns steht. Dann haben wir hier eine Länge von 16,5 cm und eine Höhe an der Rückenflosse gemessen von gut 6 cm. Das Ganze ist massiv gegossen, ist aus Gummi, einem festen Gummi. Die Haut ist komplett glatt hier oben, hat so einen ganz leichten Stich. Also das Grau scheint hier ein bisschen angelaufen. Ob das eine zusätzliche Farbe ist oder einfach dem Alter geschuldet, kann ich euch nicht sagen. Ihr habt es ja gesehen, es war original verpackt. Das Gleiche sieht man auch hier an der Rückenflosse. Die erste Rückenflosse, das hier ist die zweite Rückenflosse. Jo, dann fangen wir hier mal an bei den Augen. Die Augen nicht ganz so rund wie beim Papo-Modell. Eher ein bisschen flacher gehalten, schön groß ausgemalt. Man sieht hier die Nasenlöcher. Nicht ganz so detailliert wie bei Papo. Das Ganze läuft aber auch schön spitz zu. Ja, nicht ganz so eckig. Auch dieses Auge hier, ja, wurde schön sauber in einem glänzenden schwarzen Lack hier reingemalt. Doch hier sieht man ganz leicht, ja, eine Gussnase möchte ich es eigentlich gar nicht nennen. Aber man sieht hier halt einen Übergang von der Gussform. Aber das ist schon okay. Die Nasenlöcher haben sie hier auch noch ein bisschen dunkler bemalt. Also ganz leicht, ganz zart. Dann sieht man hier die Zähne, auch das Zahnfleisch in einem Rosa bemalt. Die Zähne stehen hier in mehreren Reihen von unten nach oben. Man kann sehen, schön dreieckig gestaltet. Das wurde sauber bemalt. Ja, und dann auch vor allem dieses Weiß, wo in dieses Grau reingeht, schön unterschiedlich auf beiden Seiten bemalt. Hier auch ein bisschen eingerissen. Das gefällt mir hammermäßig gut. Super auf der Seite. Nicht gleich, sondern ein bisschen alternativ gestaltet. Sehr schön. Muss man auf jeden Fall sagen. Die Unterseite haben sie ja weiß bemalt. Und das reißt dann hier hinten bei der Analflosse ein bisschen auf und geht hier auch nach oben. Ne, sieht aus wie so kleine Schneeberge, aber auch das weiß wirklich zu gefallen. Also ich finde es nicht schlecht. Sogar reizvoll, würde ich mal sagen. Wir sehen hier die Kiemenspalten. Die wurden hier ganz wild skulpturiert, was aber okay ist. Dann sehen wir hier die Brustflosse. Auch hier so ganz leichten Stich.
Unten an der Spitze haben sie nämlich auch noch einen ganz leichten Farbton hingesprüht, und zwar auf beiden Seiten, wie man hier sehen kann. Es kann sein, dass das dieser Farbton ist, den man vielleicht auch noch hier ein bisschen drauf gesprüht hat, denn ja, man sieht es ganz einfach an den Kanten. Auch hier an den Ecken ist es ganz leicht vorhanden. Ne? Sehr schön gefällt mir auch, dass sie hier noch die kleine Zacke in die Schwanzflosse mit eingearbeitet haben. Der Schwanzkiel ist schön schmal. Ja, hier unten auch alles zu sehen, was man sehen sollte. Bauchflosse, Analflosse. Dann schauen wir uns jetzt noch von dieser Seite. Hier auch die Kiemenspalten schön deutlich zu sehen. Nicht ganz so tief eingefurcht wie bei Papo. Auch hier der Übergang von dem Grau ins Weiß rein schön deutlich gestaltet. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ne? Er ist ein bisschen glatter wie das Modell von Papo. Schlanker, nicht ganz so wuchtig, sieht eher aus wie ein jüngerer Hai, aber wirklich auch sehr reizvoll gelungen. Also der kommt auf jeden Fall besser als auf den Produktbildern. Auf den Produktbildern sieht er ein bisschen mopsig, ein bisschen rund aus, was er aber nicht ist. Ne? Er hat schön diese leicht schlängelnde Form, was mir wirklich richtig, richtig gut gefällt. Dagegen halte ich hier mal das Modell von Papo. Papo ist ein bisschen kräftiger, stärker, wirkt eher wie ein erwachsener weißer Hai. Links eher ein bisschen wie ein Jungtier, wenn er mich fragt. Ja, rechts die Farben eher ein bisschen metallisch gehalten, links halt einfach in dem Grau. Dann setze ich die Tiere hier mal gegenüber. Ihr seht's. Schleich guckt ein bisschen nach oben, was mir tatsächlich besser gefällt. Papo liegt halt komplett auf der Gusche, ja, auf dem Kinn unten auf. Nicht ganz so prickelnd, aber der Papo wirkt ein klein wenig realistischer. Oder ich sage einfach nochmal, ja, erwachsener. Ne, das Gesicht wirkt bei Schleich ein bisschen runder. Ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob mir dieser Weißverlauf von rechts von Papo besser gefällt als dieses getupfte links von Schleich. Also das hat beides wirklich seinen Reiz. Also mir gefallen die beide richtig, richtig gut. Kann man anders nicht sagen. Ja, auch toll, wenn man den Schleichhai so hinlegt, wie wenn er nach unten schwimmen würde. Oder halt entsprechend, ja, geradeaus. Kann man auch anschauen. Ne? Ich werde die beiden auf jeden Fall auch nochmal 360 Grad drehen lassen, damit ihr die nochmal schön im Vergleich seht. Also egal, wie man das sieht, ich finde die beide sehr, sehr, sehr gut gelungen. Und ich bin sehr positiv überrascht über die Umsetzung von Schleich. Ich sage ja, auf dem Produktbild hat es nicht so gut ausgesehen, wie ich es jetzt hier vor mir auf dem Tisch habe. Ja, und wie schon gesagt, ich finde Bemalung halt wirklich sehr, sehr, sehr reizvoll. Was jetzt realistischer ist, ja, das bleibt hier jedem selbst überlassen. Einzig, was mich hier wirklich stört, ist die Stelle, wo der Kleber war. Und das klebt auch ordentlich. Ja, wenn er das so lasst, dann wird sich im Laufe der Zeit hier Staub ansammeln. Es wird sich auch verfärben unter Umständen. Sieht nicht wirklich schön aus. Darum Kleber immer so schnell wie möglich entfernen. Das predige ich, glaube ich, seit ich Videos mache. Ne? Also auch von oben sieht er wirklich gut aus. Von unten sehr, sehr schöner weißer Hai. Von Schleich, wie ich finde. Alles klar. Dann würde ich sagen, was ist zu ihm? Werde ich noch in 360 Grad drehen lassen und natürlich auch im Vergleich mit Papos weißem Hai. Gut, dann Dankeschön für euer Interesse. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Ruppi. Yay. Yeah.